Die Frage ist, ich habe einen geostationären Satelliten. Welcher Höhe über dem, er, über der Erdoberfläche muss dieser geostationäre Satellit laufen? Und ich erkläre erst mal, was das ist. Ich habe hier so Nord, Drück und Süd. Und die Erde bewegt sich logischerweise mit einer Zeit von 24 Stunden einmal so rundum. Also ich befinde mich hier, ja, da und gucke da zu dem Satelliten hoch und ich bewege mich mit 24 Stunden. Und wenn der Satellit sich auch mit einer Zeit von T gleich 24 Stunden. Einmal bewegt, dann habe ich das Gefühl, dass er da fest ist, am Boden. Obwohl sowohl ich als auch der Satellit mich drehen. Ein Satellit, der näher dran ist, bewegt sich üblicherweise schneller. Also die ISS zum Beispiel mit so zwei Stunden. Okay? Und irgendwas, was weiter weg ist, bewegt sich langsamer. Also dann 30 Stunden, 40 Stunden. Und es gibt diesen, die eine Höhe, wo der Satellit eine Geschwindigkeit hat, sodass sich mit 24 Stunden bewegt. Und das macht man mit dem Kräftegleichgewicht. Ich habe hier die Gravitationskraft, das heißt, die Erde zieht den Satelliten an, die will, dass der runterfällt. Und der Satellit ist auf einer Kreisbewegung, Fz, die Zentrifugalkraft. Die beiden setze ich gleich und bekomme am Schluss die Höhe raus. Also machen Gegeben ist Masse der Erde, Radius der Erde, genau, weil. Hier kommt noch der Erdradius hinzu und das, was in meiner Formel vorkommt. In der Formel habe ich jetzt erstmal hier so: man nennt es dann R. So, klein R. Also, ich suche jetzt erstmal nicht die Höhe, sondern R. Und die Gravit ja, Gravitationskonstante. Also, los geht's. FG gleich FZ. So, mal hier. Also, FG gleich FZ. In der Astrophysik ständig. Äh, Gravitationskonstante, Masse des Satelliten, Masse der Erde durch R2 gleich, Masse des Satelliten, V2 durch R. Dann kürzt sich schon mal die Masse des Satelliten weg, egal welche Masse er hat, das ist immer gleich. Ähm, die, dieses V ist interessant, das äh, der Satellit, der bewegt sich aus einer Bahn ja, und hat eine Geschwindigkeit V. Die ist einfach ein S durch T, ist die Formel der Physik. Und S ist ein Kreisdings, also 2 pr Kreisumfang. Und dann habe ich unten ein T, also die 24 Stunden. Und das setze ich jetzt da für V ein. Dann habe ich, also das kleine masse satelliten fehlt ist 2 pr durch T in Klammern zum Quadrat durch r. Ja, dann schon mal, ja, vielleicht mal r, damit das da drüben ist und sich kürzt. Also das r geht hoch und dann kürzt sich ja was weg, wird es schöner. Also gm durch ein r ist 4p quadrat r quadrat durch t quadrat. Ich suche ja nach diesem R, also müssen alle R's auf eine Seite, also mache ich hier nochmal mal R. Und dann nervt das ganze andere Zeug, dividiert durch 4 Pi Quadrat mal T Quadrat. Dann habe ich Groß G, Masse der Erde mal T Quadrat durch 4 Pi Quadrat gleich R hoch 3. Und R ist jetzt, R ist die dritte Wurzel. Also für den Taschenrechner, wenn es keine dritte Wurzel gibt, dritte Wurzel, ist das gleiche wie hoch ein Drittel. Das gibt es im Taschenrechner. Also, dritte Wurzel von. So, und jetzt die Gravitationskonstante, die hatten wir 6,67. 6,67 mal 10 minus 11. Einheiten schreiben wir am besten dahinter. Das kommt raus in, in Metern, machen wir das genau. So, dann haben wir die Masse der Ehre, 5,97 mal 5,97 mal 10 noch. Ziemlich viel, 24. Dann T, damit es passt, jetzt brauche ich mehr Platz. Damit ich da hinten schöne Meter kriege, dann passen die 24 noch natürlich nicht. Ja, Dann mache ich Klammer auf, 24 mal. 60 mal 60, dann habe ich Sekunden. Und zum Quadrat. Und da unten 4 Pi Quadrat. So, und jetzt kommt Meter raus. Und es ist ähm, dann 42.000 Kilometer. Also nochmal so Meter und dann tut man das weg und sagen Kilometer. Kilometer. Also ungefähr gerundet. die Höhe ist dann gerundet 36.000 Kilometer. Weil ja ähm, RE 6370 Kilometer sind. So, also ungefähr auf 6000 gerundet, dann kommen wir dahin. Und das war die, also über 36.000 Kilometer über der Erdoberfläche steht der geostationäre Satellit. Also ungefähr sechsmal der Erdradius, also ich bin der Zeichnung 1. 2, 3, 4, 5, 6, na ja, so, das ist schon ziemlich hoch. Die ISS ist ja nur auf 400 Kilometer.